jetzt? Willst du was sehen? Mhm. Wenn ich beide sehen kann. Mal ein bisschen kleiner die Box machen. Aber die Box ist nicht so wichtig. Warte, warte, jetzt. Das jetzt. Nur, genau. Jetzt müssen die Gel noch runter. Nicht so viel, ein bisschen weniger. Ja, geil. Ein bisschen runterschieben wir. So, das ist richtig geil, weil hier kann man surfen, hier kann man also wirklich ohne Wasser jetzt hier exzellent auch Sprünge machen und wird gefordert. Vielleicht ist aber auch überfordert jetzt. Starthilfe? Ja, immerhin. Also es ist kein Therapiegerät, wie ihr seht, sondern es ist... Also wer Richtung Snowboard oder Surfen oder Waveboard geht, ein bisschen Fun braucht, das ist geil. Und übrigens auch billig, 119 für das, was es bietet. Ja. Wir gehen jetzt hier ganz langsam. Ihr werdet es merken, bei euch wird es ganz schön ausschwingen. Und wenn ich jetzt hier bin, versuche ich dann hier auch rauszugehen. Ich versuche links und rechts den Schulterblick hoch und runter und die Augen schließen, runtergehen. Dann kann ich natürlich hier auch das mit einer Verstärkung machen. Dann trainiere ich eigentlich hier noch einen ganz wichtigen Muskel, den Tractus iliotibialis. Das ist hier dieser Muskel, der ist für die Beckenstabilität ganz wichtig. Und ich kann natürlich hier das volle Programm der Funktionsgymnastik reinbringen, indem ich jetzt hier heraus erstmal das Gleichgewicht hinten ausstrecke, hier rausgehe, beuge, nach oben habe ich einen Gesäßmuskel drin, oder mich hier rausstrecke und wenn ich mich ganz konzentriere, kann ich auch noch, aber dann wird es für mich gerade auch grenzwertig heute schon, hier herausüben. Das letzte, ich kann hier auch noch den ganzen Schulter-Arm-Bereich mitnehmen, indem ich praktisch hier auf der Schulterebene anfange und hier rausgehe. Dann habe ich mal hinten den Trapezius drin. Ich gehe nur bis zur Schulterebene runter, gehe dann nach vorne und kann dann mit Trainingsform machen, die mit der Zeit schon ganz schön mich fordert. Für den Schulter-Arm-Bereich und den oberen Rückenbereich. Ich kann hier gleichzeitig auch noch die Grifftechnik machen, weil die Schultermuskulatur sind 5 verschiedene Gelenke und dann habe ich dann hier heraus auf einmal einen ganz anderen Muskel und kann hier auch noch hier heraus arbeiten. Also ihr seht schon, so ein Gerät hat schon eine ganze Reihe Besonderheiten zu bieten. Wird bei uns in Deutschland hergestellt. Diese Feder zum Beispiel ist eine Spezialfeder, die geht von 20 Kilogramm bis 150 Kilogramm. Also früher hat man 4 Geräte gebraucht für 1. Heutzutage können wir Kinder und adipöse Menschen mit deutlich Übergewicht auf demselben Gerät üben.
Okay. Ja, perfekt. Hey, das ist ein Surfer. Surfer. Wave Surfer. Ja. Tim the Buddha. Oh yeah. Oh yeah, 1, 2. Ooh, where? Wenn die Kamera dabei ist, dann kann ich noch stundenlang laufen. Er ist für sein Alter im Moment ein bisschen, also wenn er in Top-Kondition wäre, wäre er jetzt bei 130 max. Also ich bin 52 und war nach 49 Minuten, 50 Minuten bin ich bei 130. Aber ich weiß auch nicht, gut, aber du läufst doch schneller. Na okay, das nehme ich jetzt zurück. Okay. Ja, ich bin nicht so schnell. And then this is PVR, pulse volume recording, all the way up the legs. Okay. And this is very good. Yeah, and what you can see here is that we know the pressure and the volume in the cuff. Okay. We're the only company that knows that. The other companies don't document the pressure and the volume on the report. Yeah. This ensures that the waveforms are reproducible from one patient to another. Yeah. Below knee, up knee. Yeah, not right. Above knee. Well, we can have above knee. Okay, above. Right. These can be set up with any way. And impossible, let me cooperate. Yes. Well, really, to diabetic. You know, I do diabetic studio in China for many. For diabetes? For almost 10 years. Yeah. Definitely. We can get your information. We can get you the. Possibly set you up as a distributor. But in China, SFDA, you know, register. Yes. SFDA. Yes. We all take a long time. Really? Yeah, you must. You have to supply the food, right. The whole materials, and quickly. And you know, China government have a relationship. Yeah. We have a relationship. Yeah. And they register. Da haben Sie eine normale Vorerregung, eine Haupterregung, die Gegenbewegung und eine Erholung. Nicht? Und dann kommt erst die nächste Erregung wieder.
Und das zeigt das halt an. Ja. Aber normalerweise geht da noch mehr. Du musst ein bisschen schneller laufen. Nein, das ist okay. Also man könnte, um es besser zu sehen, die einzelnen Kurven, könnte man das auseinanderziehen, das wäre interessanter. Ja. Kannst du mit Sicherheit auch machen. Ja.